Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodome zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, auf geht's zur nächsten Inselprüfung wahrscheinlich. Ja, da ist schon der nächste Typ, der mit uns in den nächsten Dialog einsteigt. Na, als Haus! Oh, der große Mars-Koreal, persönlich, beehrt uns mit einem Besuch. Zwengwi, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt kein Captain. Der fantastische Maskulär hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht. Meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du Zwergfee, stimmt's? Du bist Zwergfee, stimmt's? Und danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festival Plaza, aber auf Empfehlung von Mars-Royal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Ich glaube, sie ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselmannschaft waren. Und noch etwas. Warum nennst du mich ständig Mars-Royal? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Also dann, ich gehe zurück nach Manihe City zum Ziergarten. Tali ist inzwischen sicher schon fertig damit, Manasalas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir inzwischen Zeit die Sachen durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe. Okay? Aha, der Professor ist also mit dem hiesigen Inselchamp befreundet. Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier, Zwergfee, ein kleines Andenken an unser Treffen. Du behältst den Z-Kristall Metallium Z. Metallium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Sieh genau hin. Das ist die Pose für Metall. Die Muskeln stahlhart angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt du die Z-Kraft vom Typ Stahl frei. Der Z-Kristall stammt von früher, als Kukui und ich auf Inselwanderschaft gingen, um gemeinsam mit unseren Pokémon stärker zu werden. Ich hoffe, er wird nun auch dir von Nutzen sein. Also dann, schau dich in aller Ruhe in unserer Sternwarte um. Chris würdest du im Labor hinten, wenn du bereit für seine Prüfung bist. Ah, das Klärchen, Popärchen. Dann gehen wir mal rein. Ein bisschen Sterne erforschen in der Sternwarte. In der Rodani Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togedamaru und Akub die Sterne. Togi! So, mein liebes Akub. Es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Akak! Ja, die Pokémon, die wie Akkus aussehen sollen. Aber in Wirklichkeit eher ja, nach Bussen aussehen. Akak! Ja, so viel dazu. Toki! Ja. Einfach mal mit allen Akkus sprechen hier, um sie wieder aufzuladen oder was. Wie war das noch gleich? Ich hab's total vergessen. Wenn ein Stern 10-mal heller ist als ein anderer Stern, 5 Magnitude, wie viele Magnitude hat er? Muss jetzt rechnen oder was? 10-mal heller als ein Stern von 5 Magnituden.
50? Nanu, wer bist denn du? Verzeihung, ich dachte, du wärst einer meiner Forscherkollegen. Tut mir leid, dass ich dir so komplizierte Fragen gestellt habe. Hier ist eine Entschädigung. Du hast das Item Sternstaub. Ja, okay. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser ist das, was man so für den Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Okay, auch hilfreiche Infos. Schön, schön. Ein Herrschersticker, den greife ich mir. 37 Herrschersticker. Bravissimo. Oh, hier haben wir einen Akup. Gup! Und ein Mann an der Rezeption. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in bester Erinnerung zu behalten. Kometstück erhalten. Was wir hier nur alles so einsammeln. Dieses Stück löste sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Begegnung mit dem Weltall. Davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Wenn du meinst, dass jeder Wissenschaftler davon träumt, dann kann das von mir aus auch so stimmen. Wir nutzen bei der Betrachtung und Erforschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Okay. Magneto. Okay. Gehen wir mal rein ins Innere. Die Inselprüfung wartet auf uns. Okay. Von links nach rechts. Arbeiten wir uns hervor. Infrarot. Herrschersticker. Ja, den hätten wir nicht bekommen, wenn wir direkt nach rechts gegangen wären. Ja, Magnetino spricht zu uns. Kisten, lauter Kisten, Umzugkartons oder was? Ja, scheint so zu sein. Okay, hier ist eine bunte Tür. Gibt es jetzt zwei Türen, in die ich reingehen kann? Eine bunte und eine weiße Tür. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele, bis in die frühen Morgenstunden. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie es dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erledigen. Wie machen sie das nur? Ja, das kann ich dir absolut nicht sagen. Ich glaube, ich würde direkt mal durch die weiße Tür gehen, weil die bunte, die sieht ziemlich nach Inselprüfung aus. Also ja, die machen wir dann gleich. Oha! Aber hier ist Chris. Was? Ist das jetzt die richtige Tür oder ist das die richtige Tür? Ich bin verwirrt. Ich würde aber trotzdem mal diese Tür ausprobieren, auch wenn das jetzt vielleicht mein Ende ist. Diese Tür wurde durch ein Sicherheitssystem verriegelt. Okay, dann hat sich das wohl. Gehen wir hier rein. Da ist ja wohl relativ klar, wo wir rein müssen. Und da aktiviert sich der Dialog mit Chris. Chris, Kontrollzentrale. Industrie befindet sich im Anflug. Vermutet der Auftreffpunkt die Prüfungsstätte. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Sag mal, wo sind die Krupp? Marlon hat sie wahrscheinlich mitgenommen, Marlon. Ja, sie sind schon ganz schön auf die Fresse. Jakob, soll ich dir mir helfen? Kannst du sie bitte holen gehen? Ich bitte, ich bereite dir in der Zwischenzeit eine Zivilprüfung vor. Da das der allererste Test ist, lass mich mal lieber auch von Togedamu helfen. Du wirst mir sehr helfen, wenn du mich alle Jakob zusammengetrommelt könntest. Mach ich doch. Natürlich. So, aber erstmal hier den Herrschersticker mitnehmen. Jo, 39. Da liegt ein geheimnisvoller Meteorit, der aus dem Weltall herabgestürzt ist. Ja, sieht ein bisschen anders Teil aus, Pokémon Weiß. Den Meteorit, den wir in dem Dingens hatten. Okay, und wo sind die Akkups jetzt hin? Hier draußen? Ja, scheinbar sind sie da draußen. Hallo, schau mal. Wie satt uns zufrieden, die Akkup, nach ihrem üppigen Mahl aussehen. Akkup!
lauter Busse aneinandergereiht wie an einem Busbahnhof. Aber Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sollten doch 9 sein. Da fehlt ja eine ganze Menge. Wärst du so gut, für mich nach den restlichen 3 Akkub zu suchen, Zwergfee? Sie müssten sich noch auf den Brachflächen der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hinmampfen. Ja. Hier in der Mitte gehen dieses Teil oder was? Hier ist aber nichts. Hier scheint sich ein Pokémon vergraben zu haben. Akkub! Ach, vergraben haben sie sich. Ah, die können sich vergraben. Wusste nicht, seit wann sich Busse vergraben können, aber gut. Du hast eins von Marlots Akkubke aufgespürt. Akkubke, ja. Hier ist bestimmt auch noch eins. Und lass mich raten, im dritten Grasbüschel hier ist auch noch eins. Wo denn auch sonst? Hier scheint sich ein Pokémon vergraben zu haben. Na, so schwer ist das ja auch nicht zu finden. Sieht so aus, als hätte sich hier jemand genüsslich den Bauch vollgeschlagen. Ja, dann war das auch gelöst. Auch hier eine kleine Änderung. Das war bei Pokémon Sonne nicht der Fall. Das musste man nicht machen. Auch eine schöne Neuerung. Man sieht bei den Inselprüfungen zumindest sehr gute Neuerung. Sehr gute Neuerungen. Und ja, ein Backup für alle Inselprüfungen. Wenigstens das ist gegeben. Und hast du die fehlenden Akkub gefunden, 2-4? Jetzt fehlt nur noch Sibak. Den Racker zieht es aber auch immer an seltsamste Orte. Warum siehst du so verwirrt aus? Ach so, Sibak. Wir rufen unsere Akkub hier bei ihrem Spitznamen. Und zwar von 1-Back bis 9-Back. 9-Nack. Aha. Alles klar. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das war wahrscheinlich 7-Nack. Oder wie der auch immer heißt. Rückige Namen für die Dinger. Du bist hier. Dich kriege ich auch noch. So, einmal um die Ecke geflitzt. So, dich greife ich mir. Na komm. Da ist er. 7-Nack. Da bist du ja. Du kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Zwergfee. Dann nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau. Wird vor lauter Ausschau halten nach. Was? Chris wird vor lauter Ausschau halten nach dir. Ach sicher, schon ein Hals. Wie Kokowai haben. Ich habe den Satz nicht kapiert. Aber ja, er hat Sinn ergeben. Wow, Zwergfee. Achso, das ist Chris. Wow, Zwergfee. Du hast Jakob echt schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. In dem Raum. Ja? Der sieht schon sehr prüfungsmäßig aus. Ja, kann man schon sehen. Deaktiviere das Sicherheitssystem. Rein geht's. Wenn wir nicht gegen Akkubs kämpfen müssen, dann fresse ich den Besenschrank mitsamt Staub und Flusen. Und das extra Pokémon, dieses kleine Maus-Pokémon, das ist doch garantiert das Herrscher-Pokémon. Naja, auf geht's. Wir werden es herausfinden. Sieht auf jeden Fall schon vom Look her anders aus als bei der Sonne-Inselprüfung. Einack, Zweijack und Dreijack sind auf dem Verschiebomat. Sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen, Chris. Dann kommt Zwergi mit ihrer verrückten Frisur, mit ihrer bekloppten Frisur. Tuge! Aha, okay, die halten ein kleines Meeting ab. Tugidamaru und unsere Akku verstehen sich sehr gut. Falls die Akku zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Tugidamaru sie mit seiner Fähigkeit. Blitzfinger und verhindert so einen Kurzschluss. Togedamaru trägt übrigens den Spitznamen Tugemaru. Willst du mit mir an meine Prüfung anfangen, Zwergfee? Ich kann es kaum erwarten, los geht's. Das ist aber jemand doch hoch motiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal die Prüfung. Erklär mal.
Zuerst musst du einen Akku auf dem Verschiebeomat miteinander verbinden. Die Akkus also. Mit dem Strom, den uns die Akku abgeben, betreiben wir einen Herrscher-Pokémon herbeiruft. Um die Akku miteinander zu verbinden, musst du 4 Knöpfe an den Ecken des Verschiebeomats drücken und die Felder zu rotieren. Zulassen. In der Praxis sieht das dann genau so aus. Ja, ich hab's schon verstanden, ohne dass es zeigt. Ja, ist eigentlich klar. Und wahrscheinlich gibt's sogar mehrere Etappen, also mehrere Level. Das machst du nicht sofort, dass du da... Doch, das machst du sofort, also die erste Sache wird leicht, dann wird's eine schwierige Sache geben und traditionell eigentlich 3 Etappen und 3 Schwierigkeiten, also... Und das dritte oder das vierte ist dann halt der Champ, also das große Pokémon, das Herrscher-Tier. Über die Ausrichtung der Akku musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde bitte die Akku miteinander, ruf das Herrscher-Pokémon herbei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebomat und die Herrscher-Omat und den Herrscher-Omat einsetzen. Also dann, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Na dann, das kriegen wir doch hin, oder? Das können wir doch schaffen. So, ein kleines Rätsel spielen. Joa, wir probieren mal alle Knöpfe aus, was die so bringen. Ja, der Knopf war doch ganz sinnvoll. Ja. Okay, dann schalten wir den Herrn Schumat mal ein. Ach, das war's schon, oder was? Nicht noch extra Sachen oder so. Der Strom, der miteinander verbundene Akku fließt durch die Kabel. Muss nicht noch ein zweites oder ein drittes Rätsel lösen? Geht das schon so von sich? Na, das war ja einfach. Aha, grün. Perfekt, das Herrscher-Omat wird, wie erhofft, mit Strom versorgt. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscher-Pokémon eigentlich auftauchen. Genick. Jo, da kommt es schon. Schon. Ein Elikid erscheint. Ein Elikid als Herrscher-Pokémon. Im Ernst? Level 29, okay, ja. Vielleicht unterschätze ich es auch ein bisschen, aber... alles klar, ein Elikid. Ein Silberblick. Du bist wirklich das Herrscher-Pokémon? Das bezweifle ich stark. Ich fürchte, dass du nur ein Vor-Pokémon bist und das Herrscher-Pokémon dann doch ein bisschen intensiver wirkt. Fußkick. Also, das sieht mir zu einfach aus. Das war mir jetzt hier für das Herrscher-Pokémon war das mir jetzt viel zu einfach. Viel zu einfach. Das Herrscher-Pokémon. Elikid nimmt Elektrizität. Eben auch. Der Herrscher-Omat muss sie einfach angelockt haben. Es war zwar nicht das Pokémon, das wir wollten, aber der Herrscher-Omat scheint zu funktionieren. Was machen wir jetzt, Chris? Also das Malon. Was machen wir jetzt, Chris? Ich denke, eine einzige Reihe Kup erzeugt nicht genug Strom. Wenn das so ist, müssten wir die zweite Schaltung auch noch nutzen. Wusste ich doch. Hab ich doch gesagt. Nicht richtig liege, sollten wir so mehr Strom an die Herrscher-Omat schicken können. Zwangfee, meine Prüfung geht weiter. Okay. Okay. Warte. Ja, so. Perfekt. Perfekt, dumme Hart. So. Okay, dann schalten wir den Herrscher-Omat mal ein. Die Stimme ist nervig, ja. Auch nervig zu synchronisieren. Zack. Da sind beide Ebenen aktiviert. Ich vermute, aber wir müssen noch ein drittes Mal ran. Das ist erst gelb. Das sieht gut aus. Der Herrscher-Omat wirkt mit Strom versorgt. Jawohl, diesmal steckt viel mehr Energie drin. Elek. Jung. Das ist immer noch kein Herrscher-Pokémon, aber ein Elek. Ein Elek, ja. Sozusagen. Ein Elektek. Na denn, na denn, na denn, na denn.
benutzt normal Biss und Windhose oder halt auch einfach nur Biss und versuchen das Electic zu besiegen. Ja gut, Dave hat es nicht ganz hinbekommen. Da müssen wir wohl ein anderes Pokémon mit in den Kampf nehmen. Los, Dave! Vielleicht kriegst du es gebacken. Wie wäre es denn mit Schnabelkanone? Das hat doch bisher erst gute Sachen gebracht. Bisher schon gute Sachen gemacht. Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ist ja klar. Nee, kann man nicht so sagen. Dann einmal noch Pflücker einsetzen, dann haben wir es hoffentlich. Paralysiert. Ja, Paralyse hier. Reiß dich mal zusammen und setz mal eine ordentliche Attacke ein. Ja, war schon eine ordentliche Attacke, die du eingesetzt hast, aber ich will jetzt mehr sehen jetzt hier. Komm, einmal noch drauf und dann haben wir's. Komm, das Electric wirst du doch wohl besiegt kriegen. Zack, zack. So, da war es um das Electric geschehen. Und jetzt wird wohl wahrscheinlich gleich der Herrscher Electric. Achso, das war dann. Diesmal also ein Electric. Anscheinend tauchen immer mehr größere Pokémon auf, die mehr Strom wir dem Herrscher Marz liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen ihm noch mehr Strom versorgen. Dann klappt es auch bestimmt mit dem Herrscher-Pokémon. Wenn wir alle Abkunft direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Also weiter in der Prüfung. Das heißt... Ich hab's. Du weißt bestimmt auch, was zu tun ist, Zwangfee. Meine Prüfung wird fortgesetzt. Jung, weiter geht's. Wir haben hier 4 Seiten. Die Möglichkeiten, das fortzusetzen. Dann machen wir das mal so. Ja. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, obwohl, wäre auch eine Option. Hallo, die sind doch in einer Reihe, oder? Ja. Die sind doch in einer Reihe. Was habt ihr? Was ist euer Problem? Nicht in der richtigen Reihe. Ja, genau so soll es sein. Ein Z entsteht daraus, wenn das meine ich schon die Inselprüfung bedeutet. Toll gemacht, Zwangfee. Du hast eine Akku miteinander verbunden. In der Form des Z-Kristalls. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Okay, dann schalten wir den Z, den Herrscher Marz mal ein. Den Z-O-Marz, genau. Jo, da blitzt es durch die Akkups in Z-Form. Ja. Ein schöner Buchstabe. Finde ich als Zwergi sehr schön. Überlastung. Ob das gut geht? Die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Jo, allerdings. Uha. Na, der Automat. Oh nein, der Kopf werden. Die volle Ladung. Abgekommen. Oh oh. Ah oh. Der Marco. Was sagt man dazu? Es beschützt Jakob. Und mutiert jetzt zum Herrscher-Pokémon oder was? Togemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger Elektrizität absorbieren. Aber es ist zu viel. Viel zu viel. Das kann es gar nicht alles in seinen Elektrotaschen aufnehmen. Togemaru! Bah! Ich muss irgendwas tun! Knall, Krach! Okay. Ein riesiges Togemaru. Ein Herrscher Togemaru. Von oben. Das ist abgeschaltet worden. Und ich sehe einen Herrscher-Pokémon. Toge! Yo! Herrscher-Pokémon! Ich habe dich erwartet. Auf geht's. Ich bin dem Kampf gewappnet.
Los, Mary! Ja, gut, jetzt habe ich schon fast zwei Team Pokémon verloren in den vorigen Kämpfen. Das ist natürlich immer nicht sehr gut, aber was soll's. Fürs Grab, komm! Hau rinne, Mary! Du hast schon öfters mal was bewiesen. Na gut, muss ja nicht immer effektiv sein, muss ja nicht immer klappen. So, jetzt haben wir hier Hoodie. Was wir wohl mit Hoodie anfangen können. Immerhin ist Hoodie Level 31. Mit Streiterrufen, ja, das ist selbstverständlich bei einer Inselprüfung immer mit dabei. Und Panzer Aeron. So, wäre es denn mit Unheilböen? Oh nein, nicht auf Panzer Aeron. Ist der falsche. Ich erwarte gar nicht, dass Rasierblatt oder sowas auf das Pokémon effektiv ist, aber ja. Vielleicht könnte das ja was bringen auf das Herrscher-Pokémon. Das gleich von oben herabkommt. Das ist doch eine Mega-Attacke, die jetzt gerade eingesetzt wird, oder? Keine Z-Attacke, aber eine sehr effektive. Togemaru, komm. Sprungfehler, ja. Zack. Okay, ich habe mehr erwartet. Ich habe einen Knockout erwartet. Eine Attacke. Ganz so schlimm war es nicht. Aber ich bin paralysiert. Das ist schon schlimm. Pflücker, komm. Ja gut, da habe ich mir auch mehr erwartet. Das hätte besser sein können. Oh, Heilung. Flunti. Das ist auch gut. So, 4 von 5 Unheilböen habe ich noch. Komm, das muss doch lang hier. Komm, einmal ordentlich springt in die Luft. Das ist nicht gut. Ich kann jetzt mal unten bleiben. Ich will es angreifen. Okay, irgendwie Spitzen, ja. Schwebende Spitzen. Für meine anderen Team Pokémon ist das eher schlecht als recht. Na komm schon, Togedemaru. Das habe ich mal richtig ausgesprochen. Na komm, Stahlflügel von dem gegnerischen Pokémon. Und Heilböen, komm, zeig, was du drauf hast. Scheinbar nicht viel. Naja, gut. Ah, aufgrund von Folterknecht kannst du es nicht einsetzen. Dann versuchen wir es mal, einen kläglichen Versuch mit Blasswerk. Wenn ich nicht vorher besiegt werde. Ja, ich wurde vorher besiegt. Na dollo. Na tollo. Jetzt haben wir hier Tilo, also Magnetilo und Pikachu. Und Steve. Der kann auch noch ein bisschen was aushalten. Verstopfte Nase. Nicht mehr viel. Ich nehme es zurück. Er kann nicht mehr viel aushalten. Eventuell setzt Hyper Trank ein. Dann könnte der noch was aushalten. Hypertrank. Hyper Trank. Zack. Superb. Mal sehen, was der so kann. Gar nichts. Also, ich sag nur so, Steve ist hier sehr viel platziert. Wie platziert? Das richtige Wort. Pikachu. Ja gut. Kann man jetzt halten davon, was man will, aber hätte auch schon gegen Pokémon gewonnen, die ja seines Types waren. Komm schon, Pikachu. Mach was draus. Ich glaube zwar nicht dran, aber mach was draus. Okay, schütz dich selbst. Alles klar. Ich bin nicht sehr optimistisch, was diesen Kampf angeht, aber naja, Wunder geschehen ja immer noch irgendwann. Eins meiner letzten Pokémon hier. Donnerblitz geht natürlich auf das Elektro-Pokémon nicht. Man bräuchte ein Wasser-Pokémon. Das wäre natürlich ideal, wenn man ein Wasser-Pokémon hätte, das man im Kampf verwenden könnte. Das wäre natürlich Spitzenklasse. Wenn man jetzt nicht aufs falsche Pokémon setzen würde und Panzer Aeron angreifen würde, wäre natürlich auch besser. Aber ja, gut. Ja, gut. Was soll ich sagen? Ist halt so, wie es ist. Jetzt habe ich nur noch den Tilo, der auch vom Typ Elektro ist. Ich habe jetzt quasi zwei Elektro-Typen in meinem Team. Daran habe ich jetzt nicht so wirklich gedacht. Ja, schon irgendwie. Ja, jetzt bemerke ich es.
Wie wäre es denn mit einem Beleber auf Dave? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern der was bringen kann. Immerhin ist er noch sehr untrainiert und er kann auch keine Wasserattacken. Die müsste ich vielleicht mal ein bisschen trainieren, außerhalb dieser Inselprüfung. Das wäre vielleicht mal gut. Könnte man mal machen. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Dann könnten wir uns nochmal an die Inselprüfung wagen. Aber wir können erstmal das Beste mit Dave geben. Und Tilo hält auch scheinbar irgendwas aus. Nicht nur irgendwas, sondern einiges hält es aus. Ist auch heute hier mit den Sprichwörtern. Ja, es ist ordentlich. Schlimm ist das. Bleber auf. Ja, auf wen denn? Ja, was soll es? Dann würde ihr eh nichts bringen. Spiegelsalve könnt ihr ausprobieren auf Togedamaru. Aber ja, gut. Mit Tilo. Ja, Tilo wurde besiegt. Okay, Tilo. Ja, dann komm du mal raus, Dave. Gib dein Bestes. Mach dein Ding und ja, vertraue auf dich. Ich hoffe auf dich und ja, tu einfach dein Ding. Wir werden sehen, wie es ausgeht hier. Einmal bis auf Togedemaru. Ja, gut. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, das war's dann mal mit dem Kampf. Auf geht's. Trainieren wir das Pokémon ein bisschen. Vor allem das Dave. Es kann schon stark sein, also als Wasser-Pokémon, als starkes Wasser-Pokémon gegen das Togedemaru. Kann es schon effektiv sein, aber dazu muss es erstmal eine Wasserattacke können und gute Sachen leisten können. Wurden sein. Ja. Vor allem trainiert wurden sein. So, da sind sie wieder geheilt. Und ich mache Folgendes. Ich weiß, Magnetino hat es lange ausgehalten im Team. Die Ewigkeit, die er dort in unserem Team verbracht hat, aber jetzt ist Lea wieder im Team. Wird mal Zeit für sie zurückzukommen. Und ich gehe auf die Route. Ich fahre mit dem Bus zurück und trainiere ein bisschen. Danke, dass du den Kokowai-Bus nimmst. Willst du zur Haltestelle am Fuß des Berges auf Route 10 mitfahren? Jo, auf geht's. Dort werde ich ein bisschen trainieren. Der Kokowai-Bus steht immer zu deinen Diensten. Wir bringen unsere Passagiere schnell und sicher ans Ziel. Alle einsteigen, bitte.